Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Extra heißt ja bei mir immer das Extra, was passiert ist. Das ist in meisten Fällen natürlich ein Patch. Und heute am 21.08. ist ein kleiner Patch in Scum erschienen. Der hat einiges, Interessantes mit reingebracht, was für PvPler jetzt sehr wichtig sein wird. Einen neuen Gegenstand, den wir bauen können und neue Features wie zum Beispiel ein anderes Betrunkensein. Das werden wir aber als allerletztes testen. Ansonsten gibt es eine Menge Bugfixes, eine Menge Änderungen, die ihr natürlich auf der Seite scumworld.de auf Deutsch übersetzt nachlesen könnt. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Okay, aber ich will euch natürlich auch sagen und zeigen, was es Neues gibt und ja, das ist für mich relativ interessant. Das neue System Waffen zu reparieren steht für mich eigentlich als wichtigstes oben auf der Liste. Das will ich unbedingt mit euch ausprobieren. Ich habe es noch nicht getestet, könnte chaotisch werden in diesem Extra. Aber naja, so ist es einfach. Ne? Wir laden anders nach mittlerweile. Also das ist jetzt sehr viel realistischer geworden. Wir können einen Wasserkollektor bauen. Das heißt, wenn es regnet, das tut es natürlich gerade nicht. Aber ich bin auf dem Singleplayer und kann einfach mal Regen machen. Ist egal. Und das mal aus. Testen und so weiter und so fort. Zudem habe ich noch was in den Patch News gelesen, dass wir auch blutige Füße haben können, wenn wir das falsche Schuhwerk nutzen zur falschen Geländen. Also ich glaube, die sind ganz gut, die Schuhe, die ich jetzt gerade anhab. Da können wir die blutige Füße kriegen, die können leicht bluten, die können stark bluten. Ich habe mir das selber so ein bisschen übersetzt und die kann man auch ganz normal bandagieren, wie ganz normale Verletzungen. Steffi hat heute ein sehr, sehr sexy Outfit an, finde ich jedenfalls. Wir mussten leider einen Pulli anziehen, sonst hätten wir einen eingefriesten Bildschirm. Na, das ist blöd. Gut, kommen wir zu den wichtigsten Punkten. Nein, den wichtigsten Punkt machen wir gleich danach, denn der Wasserkollektor, den finden wir natürlich in unser Crafting-Menü. Die ganzen Items, den habe ich extra markiert, weil ich den immer suchen musste, die wir dafür brauchen, sind zwei Benzinkanister, ein Regenmantel, zwei Metallrohre, einmal die Hose, das ist ein Schlauch, und ein Panzerband oder eine Säge. Und eine Säge, egal welches, weil man kann mit allem Möglichen das natürlich basteln. Den möchte ich mit euch bauen und gleich dann zum Schluss austesten, bevor wir uns die Kante geben und schauen, wie das neue Betrunkensein aussieht. Gut, die Sachen habe ich natürlich hier drin. Ne? Also ich denke, weil ich sie mir gespawnt habe und die voll sind, müssen die Kanister leer sein. Ich lege mir die einfach mal hier hin und schütte die gleich aus oder versuch's einfach mit den vollen, also Jacke wie Hose, weil gespawnte sind immer voll. So, Röhrchen, Regen, komisches Geräusch. Regenmantel, was war das für ein Geräusch? Ich hab Angst. Wo ist Mist, du Kiste? Dann brauchen wir das Ding hier, das Tape und die Hose. Und ich brauche als Werkzeug das natürlich. Jetzt müsste es in mein Inventar natürlich zu bauen sein. Und sie baut's. Ich weiß nicht, wohin sie es jetzt baut. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht einfach so vor der Nase. Wartet mal. Ich weiß nicht, wie groß der sein wird. Ich möchte das ein bisschen hübsch haben, ne? Also bauen wir das Ding jetzt nochmal. So, ich dachte, wir kriegen jetzt so eine Blueprint, aber die kriegen wir gar nicht. Und bauen einfach mal den Wasserkollektor. Dann habe ich ein bisschen Bammel, dass wir Probleme kriegen mit den Waffen zerlegen. Man kann auch die Magazine zerlegen und dann neu machen. Also ich bin gespannt, wie das Ganze dann auswirkt. Okay, sie baut es genau dahin, wo wir sind. So, gut. Da seht ihr das, das ist der Wasserkollektor. Den können wir auch antippen. Der hat 0 von 300 und an dem können wir höchstwahrscheinlich, ich trinke mal eine Flasche leer, dann füllen, wenn es dann halt regnet. Wie gesagt, Regen und Saufen machen wir zum Schluss, damit das nicht ganz so doof ist, ist extra. Ne? Das Allerwichtigste für mich ist tatsächlich, das Waffen reparieren. Ich habe gerade extra eine AK-15 zerschossen. So, die können wir jetzt füllen mit Wein. Okay, ja, das System, dass wir jetzt Weinflaschen da reinmachen könnten. Check. Auch zerlegen, um Wasser damit zu sammeln. Also es gibt nicht nur die Möglichkeit, diesen zu benutzen, wenn es regnet. Der sammelt natürlich viel Wasser. Ich habe gesehen, 300 Einheiten. Aber wir können mit der Säge auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Flaschen zerlegen. Also ich muss da mal genauer gucken. Ihr seht das schon, ich bin da nicht ganz... Ich habe es noch nicht geübt. Check. Freshwater, füll bis Freshwater. Kann ich das Wasser aus der, in der füllen? Das ist ja interessant. Quatsch mit Soße. Ich weiß, was das Problem ist. Wir haben natürlich auch das im Crafting-Menü drin. Und das muss ich jetzt wieder mal suchen. Da. Wir haben jetzt natürlich eine Wasserflasche. Können die jetzt herstellen.
Blödsinn, ich wollte das jetzt so wie echt mit der Säge in der Hand, hier in der Hand zersägen. Das geht natürlich so nicht. Und das macht sie natürlich ganz brav. Na, wir haben eine 87er AK-15, das ist natürlich nicht viel Damage an der Waffe, aber wir haben eine 100er. So, jetzt haben wir eine leere, halbe Wasserflasche. Und die wird bei Regen dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Wasser auffangen. Ne, also das könnt ihr mit allen Flaschen in diesem Spiel machen, die ihr hier im Menü seht. Ne, Dosen und die großen Flaschen. Ich glaube, die geben auch ein bisschen mehr, die großen. Ist das auch die große? Ja, das ist die große. Also sie haben da ein bisschen mitgedacht. Aber ich glaube, Wasser ist nicht das größte Problem gewesen bis jetzt in Scum. So, Wein, du kommst gleich erst dran. Gut, kommen wir jetzt nun zu den Waffen. Und schauen mal ganz kurz das mit dem Nachladen. Das Ganze machen wir natürlich wunderschön in der Ego-Perspektive. Wie gesagt, ich habe schon was vorbereitet. Hier fliegt auch noch ein Magazin rum. Das war nicht so vorbereitet eigentlich. So. Und ihr seht, wir haben das leere Magazin in der Hand und können jetzt ja die Munition aufnehmen, logisch, wie immer. Und das Ganze in den Magazin, wo ist sie hin? Da. Bringen. Munition laden. Das Ganze ist nicht mehr einfach schwuppdiwupp passiert. Nein. Das Ganze sieht jetzt so aus und dauert. Ich mach mal nix. Das ist ja halt 30-Schuss-Magazin, ist klar. Interessant wäre, wenn wir uns doch nochmal gleich ein 90-Schuss-Magazin spawnen. Wie das aussieht, das könnte ganz witzig sein. Und da mal 90 Schuss reinmachen, oder? Na gut, jetzt haben wir, ich glaube, das ist Leuchtspur, ne? So, das habt ihr jetzt mal gesehen. Das ist auf jeden Fall, ja, Vorbereitung, die man vorher treffen müsste jetzt, ne? So. Zap, zip, das schmeiße ich mal raus, brauche ich jetzt gerade nicht. Gut, jetzt braucht ihr natürlich auch diese Werkzeugkiste, um eine Waffe zu zerlegen. Wir haben natürlich jetzt eine kaputte Waffe und wir haben eine ganz heile Waffe. Was ich ein bisschen doof finde, ich würde lieber zwei kaputte Waffen haben, weil ich kann jetzt die kaputte zerlegen und die heile, na, dann muss ich ja die heile zerlegen, das wäre auch völliger Blödsinn. Also man könnte aus zwei 50er eine, keine Ahnung wie viel prozentige Waffe machen, weil man die Bauteile halt wieder neu nimmt, ne? Das Zerlegen, ich muss mal gucken, welche ist. Nicht, dass ich gleich die falsche zerlege. Das ist die 100er. Die zerlegen wir jetzt einfach mal. Das ist hier Dissemble. Dafür nimmt er die Kiste in der Hand. Und dann liegen die Teile auf dem Tisch. Da. Das sind jetzt die Teile von der Waffe. Die sehen von nah natürlich so aus. Das ist eine schön zerlegte Pistole. AK. Ne, die können wir auch aufnehmen, logischerweise. Mitschleppen. Sind relativ groß. 100 von 100 ist das dann wert. Und wir können jetzt diese Waffe in die Hand nehmen. Und dann Repair drücken. Sie nimmt einfach wahrscheinlich die günstigsten Teile raus. Und repariert die. Und macht daraus dann eine 100er Waffe. Hat jetzt 13% davon benutzt. Und das ist so entweder das niegelnagelneue System. Des, was soll ich sagen, reparieren. Oder das alte gibt es auch noch mit den Repair-Sets. Das könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall, dass beide Varianten möglich sind. Gut, das Ganze habe ich, glaube ich, auch bei dem Magazin gesehen. So, muss jetzt aber einmal raus. Sorry, sind die eigentlich zerstörbar? Nee, ne? Wow, das sind mal Weinflaschen. Ich muss aufpassen, nicht, dass hier irgendwo Zombies rumrennen und mir mein ganzes extra kaputt machen. Gut, kann man Waffen werfen? Nein, kann man nicht. Mann, ich bin wieder so neugierig. So, gut. Das zu dem Reparieren der Waffen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt auch zum ersten Mal selber gesehen. Man kriegt kein Repair-Set jetzt in der Form. Man hat einfach die Restteile der Waffe. Und ich würde sagen, ich bin mal neugierig, weil die Waffe hat jetzt 98%. Und wir spawnen uns mit dem Admin-Helper einfach mal eine neue. Und schauen, ob wir einfach nur simpel einfach, also es steht aber AK-15 Parts, kriegen wir wahrscheinlich, müssen wir wahrscheinlich auch dieselben Parts haben. Ne? Ich nehme jetzt mal genau was anderes. Was überhaupt nichts mit einer AK-15 zu tun hätte. Das wäre zum Beispiel, ja, irgendein anderes Gewehr. Eine M16 wäre natürlich die amerikanische Variante sozusagen. Also eine MK-18 nehmen wir einfach mal. Die spawnen wir uns hier mal hin, wenn sie jetzt nicht unter der Erde landet. Da ist sie. Lege sie mir auf den Tisch. Und zerlege die einfach mal eiskalt. So, pop, ist die Kiste in der Hand. Klappt doch wunderbar. Und jetzt haben wir natürlich die Parts irgendwo hier rumfliegen. Da sind sie. Nimm die hier mal und bring die ganz weit weg, damit wir hier keinen Scheiß bauen. Hier, hau ab, Kiste. So, weil die ja jetzt sonst damit reparieren würde.
Hau ab, Kiste. Und sammel die mal auf. Na, schwer zu greifen, das Ding. Muss ja echt was treffen. So, die ist jetzt ja 98%. Kann nicht repariert werden. Natürlich eigentlich selbstverständlich nicht mit den Teilen. Na, wir können sie nur zerlegen, entladen, wie alles so bekannt ist halt. Ne? Genau, also das finde ich schon ganz cool. Ist halt immer so eine Abwägesache. Ich habe ja zweimal die Hunter mit 20%. Eine kann ich zerlegen und mache die andere damit ein bisschen fitter. Ne? Aber eine 100% Waffe ist zum Beispiel jetzt eigentlich blöd gewesen, ne? Logischerweise. Gut, beeile ich lieber auf den Rücken jetzt. Kommen wir mal zum Eingemachten. Jetzt hat sie eine Säge in der Hand. Und zwar zum... Ja, was ist schwierig? Was machen wir zuerst? Trinken oder Regen? Aber wir können ja alles... Ja, weil wir können ja nichts mehr sehen, wenn wir so betrunken sind. Dann machen wir erstmal Regen. Wir können ja wieder Sonne machen, ne? So, that water. Sun. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Rain. Okay, wie tue ich schlechtes Wetter machen? That weather. Ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Regen. Rain ist ja Rain, ne? Raining. Keine Ahnung, wie ich Regen machen kann. Das Prinzip ist ja soweit klar. Ne, das Ding ist halt der große Kollektor und das sind halt die kleinen Kollektoren für Wasser. Kollektoren ist, glaube ich, das falsche Wort. Um halt Wasser zu sammeln. Ne? Aber im Spiel findet man relativ viel Wasser, wenn die Server-Einstimmung halt so... Einstellungen so sind. Gut, das dazu. Ne? Also ich werde auch mal die Schuhe ausziehen, bevor wir jetzt saufen. Alkohol ist außerdem schlecht. Und die Socken auch. Und werde einfach mal... Ey, Socken ausziehen, habe ich doch gesagt. Einfach mal barfuß gehen. Und schauen, ob wir da wirklich... I'm feeling slightly chilly. Jetzt wird er kalt. Hier so ein bisschen looten gehen. Mal über Stock und Stein hüpfen. Barfuß. Aber ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Weil das natürlich der Vorführeffekt ist, ne? Wir haben hier ein Hütchen drin. Hier ist auch schön weicher Boden noch dazu, ne? Das ist ja blöde. Aber hier haben wir einen Brocken. Da gehen wir mal rauf spazieren. Ich denke, es dauert, bis die Füße tatsächlich irgendeinen Schaden nehmen würden, ne? Hier ist gar nichts drin. Sehr geiziger Singleplayer, ne? Hier ist auch nichts drin. Okay. So, dann flitzen wir mal. Mit unserem Röckchen. Na, ist ein Kilt. Auch der Stein ist moosig und weich und ganz hart. Ich könnte mir schon ein paar Locations vorstellen, wo das sehr ungesund für die Füße wird. Aber bis hierhin merke ich eigentlich gar nichts. Es geht jetzt nicht nur um Barfuß, es geht halt einfach um Schuhwerk, mit dem man sich jetzt hier besser bewegen kann. Wanderschuhe sind schneller, da kann man, glaube ich, mehr tragen, wenn ich es verstanden habe. Zap. Ne, aber ich erkenne hier soweit noch nichts. Das müsste ich mir auf Deutsch nochmal genauer durchlesen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare als Tipp. Das ist natürlich auch immer ganz interessant. Gut, dann geht's zu dem Besäufnis. Ne, das mit den Füßen muss ich mir wirklich nochmal angucken. Da nehmen wir mal Drink All und hauen uns die erste Flasche Wein rein. Ich habe hier noch nie Alkohol gespielt seit dem neuen Patch. Keine Ahnung. Da haben sie tatsächlich was verändert. Aber es gibt viele verschiedene Wasserkollektoren, nicht nur die Flaschen. Ich sehe auch gerade auf der Steam-Seite... eine Schüssel und einen Eimer. Den Eimer durfte ich leider nicht bauen. So, Alkohol kommt im Balk. Randale. Sie fängt an zu frieren, weil sie kein Schuhwerk anhat. Aber ich werde gleich mal zu einer sehr ungemütlichen Stelle gehen. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, wäre der Steinbruch. Da könnte man sehr gemütlich umherwandern, oder? Was hatten wir denn noch so Ekliges hier? So im Gebirge, so hier ist will man nicht rumlaufen. So, ich merke noch nichts zum Alkohol. 2 Gramm. Also er steigt auf jeden Fall an. Wir beschleunigen das mit einer weiteren Flasche. Steffi ist heute sehr durstig. Und schau mal, wie der Alkoholspiegel sich da so ändert. Wie gesagt, Alkohol habe ich hier noch keine Erfahrung. Wir haben echt guten Skill hier. Ich habe einen Piepmatz erschossen, deswegen habe ich Ruhmpunkte. Okay, was sagt sie? Jetzt fühlt sie sich müde. Bin ich müde. Korrektes physikalisches Verhalten der Flasche. Na, was soll's. Ich will auch nicht, dass sie tot umfällt, ne? Jetzt ist es stuffed. Dann machen wir mal kurz. Jetzt fängt an, das Bild schon ein bisschen anders zu wirken.
Jetzt nicht mehr? Okay. Wir können ganz normal rennen. Und die Füße ganz komisch bewegen. Nimm mal die beiden Weinflaschen mit jetzt für unseren Fußmarsch. Ohne Schuhe. In ungemütlichem Gelände. Das heißt, wir teleportieren wie Steffi einfach mal so richtig ungemütlich dahin. Währenddessen sind wir ja betrunken. Das heißt einfach neuer Buddy-Effekt. Drunkenness. Scheint aber gut zu vertragen, die Tante. Wo ist meine Maus hin? Gut, da habe ich eine Maus. So. Die sieht aber gar nicht ungemütlich aus. Okay, wir werden betrunken. Ich merke das schon. Es tut doch hier so kratzig unter den Füßen. Ja, es schimmert schon ein wenig. So. Ja, doch, die Wirkung kommt langsam, aber sicher. Sie kommt aber wirklich langsam, ne? Oh ja, guckt euch das an. Nicht langsam. Wir haben zu viel Flüssigkeit. Da muss man ja auch wieder auf den Magen aufpassen. Da kann ich ja nicht unendlich in hier reinkloppen. Ich habe extra Wein genommen, jetzt nichts Schlimmeres. Weil das dann... Oh je, boah, das tut doch weh unter den Füßen. Autsch. I'm feeling pain. I'm feeling pain. Da seht ihr's. Wir sind betrunken, unsere Füße fangen an zu bluten. Das sind sogar schwere Verletzungen. Hier. Durch den Kaktusdüsen. Also Barfuß ist jetzt natürlich das Highlight der Highlights. Ne? Es gibt ja noch hier diese Clocks und wie die Dinge alle heißen. Also muss man jetzt darauf auch noch achten. Heidewitzka, der Kapitän. Wer weiß, was hier noch alles an Realismus dazukommt. Da stirbst du daran, dass du einfach nur rumläufst. Ne? Das seht ihr hier. Boah, Drunkenness ist aber hardcore. Die C1-Blutung hat sie nur. Was heißt nur? Das ist schon schlimm genug. Nur gib mir eine Aloe Vera. Ich muss meine Füße ein-Aloe-Veren. Nein. Ist das Singleplayer? Ist das eigentlich wurscht? Findet er auch nichts, oder hat es jetzt Steine gesucht? Nee. Wir sterben. Wir laufen barfuß. Natürlich sind die Militärboots und sowas natürlich top, ne? Dafür dann jetzt geeignet. Boah, dann findet er gar nichts im Singleplayer. Ist ja furchtbar. Au, sagt sie. Weiß nicht, ob die auch wirklich bluten. Wir legen uns mal hin. Okay, hat sie den Füße auf dem Boden, ne? Nö, die bluten nicht. Die bluten nicht. Okay. Also vom Betrunkenheitsgrad sehe ich jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, rein mit der Flasche. Nur nicht so viel, dass sie sich übergibt. Ne, da müssen wir natürlich aufpassen. Sonst wird das zu viel des Guten. Ne, außerdem verbluten wir gerade an unsere Füße. Jetzt wird sie müde wieder. Jetzt ist es stuffed. Oh, hier sieht es auch sehr ungemütlich aus. Sorry. So. Ja, wir verlieren auch HP. Krasse Geschichte, ey. Ah, das wird ja zu viel. Ich muss einfach aufpassen wegen der Menge. Der Magen ist voll. Also davon her merke ich jetzt eigentlich keine. Okay, das ist was Neues. Das merke ich hier eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Außer dass das Bild natürlich unscharf ist. Was schreibt ihr denn? Do you have water? Oh. Okay. Aber das mit den Waffenteilen finde ich halt sehr gut, ne? Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Der Maximum Alcohol Amount, das ist a prisoner body, ist... Ja, Konstitution geht flöten. Blut wird weniger, also schlechter. Und zu viel Alkohol ist dasselbe wie früher, man stirbt. Ne? Das ist, glaube ich, hier. Aber jetzt haben wir gebrochen, jetzt haben wir wieder Platz, ne? Rein mit den... Ach... Rein mit der Bottle. Und das wird einfach hier tot werden, wenn uns die Füße nicht umbringen. Aber ja, weißt du, mit hochhackigen Schuhen rumhampeln, aber... Aber das ist dann gleich schon ein Todesurteil, was. Bis barfuß gehen. Wie gesagt, die ganze Information kriegt ihr auf Deutsch übersetzt von den guten Leuten von scumworld.de. So, futz! Die Weinflaschen sind alle leer. Wir geben Vollgas. Wir schwanken auch ganz schön. Ist hier vielleicht
kann gar nicht mehr suchen. So. Wir laufen einfach mal gemütlich mit unseren kaputten, das muss aber wirklich wehtun hier. Barfuß. Da bin ich auch sehr empfindlich. Hey. Hey. Oh Gott. Die Arme. Der Alkohol ist gleich Maximum voll. Ich weiß nicht, ob sie dann bewusstlos wird. Boah, hier. Schön. Das tut doch gut. Boah, man kann nicht mehr suchen, richtig. Man findet die Punkte nicht mehr. Hey. Das ist aber eine neue Verletzung. Bleeding. Oh Gott. Drunkenness. Das geht wieder zurück, aber die Füße haben sich leicht erholt, ne? Wie gesagt, die können wir auch heilen, wenn wir was dabei haben. Drunkenness ist Phase 2. Das heißt, es wird immer schlimmer, jetzt kann ich schon nicht mehr rennen. Oh Gott. Und ja. Wer betrinkt sich ins Camp? Mal ohne Witz, ne? Was für einen Sinn macht das? Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Das war das Extra. Die ganzen Bugfixes und so könnt ihr in den Link nachlesen von Scum. Geht einfach auf den Community Hub oder bei, wie gesagt, scumworld.de. Die übersetzen das für euch auf Deutsch. Bis dann. Er ist betrunken.